Thomas, du warst selbst an Corona erkrankt und bist jetzt wieder aus der Quarantäne entlassen. Wie hast du dich gefühlt, als du dein Testergebnis bekommen hast? Beginnen würde ich gerne damit, wie ich höchstwahrscheinlich zu dieser Erkrankung gekommen bin. Bin mit 6 Geschäftsfreunden in Österreich unterwegs gewesen und da in einem Restaurant zum Abendbrot gewesen, wo wir im Nachhinein mitbekommen haben, dass dort in Corona-infizierte Personen gearbeitet haben. Nachdem wir diese Info bekommen haben, die wir uns durch Zufall im Internet irgendwie geholt haben, haben wir uns sofort, das spreche ich auch für meine Geschäftsfreunde, alle umgehend in freiwillige, private Quarantäne begeben, um das Risiko aus dem Unternehmen zu nehmen, um auch keine anderen Menschen, Mitarbeiter und Menschen in meinem Umfeld zu gefährden. Du bist jetzt aus der Quarantäne entlassen. Wie fühlst du dich heute? Heute fühle ich mich topfit. Ich bin hoch motiviert. Ich bin stolz auf meine Familie und auf unsere Mitarbeiter, wie sie auch in der Zeit, wo ich jetzt nicht im Unternehmen war, wie sie für das Unternehmen gearbeitet haben und sich auch fürs Unternehmen eingesetzt haben. Was macht man als Unternehmer 14 Tage in Quarantäne, wenn man nicht direkt im Betrieb dabei sein kann? Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Situation, 14 Tage nicht im Büro zu sein, hatte ich in meinem Leben noch nie. 14 Tage, zuerst einmal lernt man sehr schnell, sich mit der Situation abzugeben, weil mir blieb ja nichts anderes übrig. Ich habe mir dann mein Homeoffice erweitert, vernünftig eingerichtet, sodass ich voll arbeitsfähig auch von zu Hause war. Ich habe die Zeit genutzt und habe sehr, sehr viel mit unseren Mitarbeitern telefoniert. Ich habe die Zeit genutzt, um zu reflektieren, um nachzudenken und mich halt auch mit dieser ganzen Situation einfach abzufinden. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um dein Umfeld zu schützen, nachdem das positive Ergebnis vorlag? Und wie haben diese Maßnahmen gegriffen? Als ich nach einigen Tagen mein positives Ergebnis per Telefon vom Gesundheitsamt mitgeteilt bekam, haben wir natürlich sofort eruiert, mit wem ich in dieser kurzen Zeit, wo ich im Büro gewesen bin, Kontakt hatte. All diese Personen haben wir sofort in freiwillige häusliche Quarantäne gesteckt und den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gegeben, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Weitere Risikogruppen wie Schwangere, Menschen mit Vorerkrankung und so weiter haben wir natürlich auch sofort den Freiraum gegeben, ihre Arbeiten zukünftig von zu Hause auszuüben, sodass wir die Menschen oder besser gesagt die Risikomenschen bestmöglich schützen. Wie läuft der Betrieb aktuell? Wie geht es mit Produktion, Abfüllung, Vertrieb und Tankstellen weiter? Aktuell läuft unser Betrieb trotz aller Sicherheitsbestimmungen und Einschränkungen reibungslos weiter. Wir sind ein systemrelevantes Unternehmen. Wir kümmern uns, dass die Menschen zu Hause mit unseren Wärmeprodukten beliefert werden. Wir kümmern uns darum, dass die Landwirtschaft raus kann, dass die Landwirtschaft ihre Aussaat tätigen kann. Des Weiteren kümmern wir uns darum, dass wir versuchen, alle unsere Tankstellen am Laufen zu halten, sodass wir die Logistik auch weiterhin prompt und zuverlässig mit Dieselkraftstoff versorgen können. Wie sieht es denn derzeit an den Autohöfen aus? Wie ist die Lage für die Lkw-Fahrer? Zuerst einmal möchte ich hier betonen, dass uns die Transport- und Logistikbranche sehr am Herzen liegt. Wir selber beschäftigen ca. 600 eigene Fahrer und versuchen genau auf deren Bedürfnisse einzugehen, weil uns die Menschen sehr am Herzen liegen. An unseren Tankstellen versuchen wir gerade alles Mögliche, um den Betrieb aufrechtzuhalten. Wir stehen mit unserer Bundesregierung in Kontakt, wir stehen mit den Staatssekretären dort in Kontakt und versuchen gerade mit Sondergenehmigungen zu erwirken, dass wir nicht nur Essen to go rausgeben können, wo wir uns gerade darauf eingestellt haben, sondern dass wir explizit für unsere Fahrer die Gastronomiebetriebe wieder öffnen können. Des Weiteren haben wir kostenlose Duschen. Wir haben saubere Toiletten und versuchen uns mit jeglichen uns möglichen Hygienemaßnahmen an den Tankstellen zu schützen und sozusagen dann auch den reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.
Thomas, wie schätzt du die Situation für die kommenden Wochen ein? Die Welt erlebt gerade einen Neustart. Viele Dinge werden sich nachhaltig verändern. Für uns als Heuer ist es umso wichtiger, das gesamte Unternehmen reibungslos am Laufen zu lassen. So an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank an alle unsere Kassierer in den Tankstellen, an alle unsere Lkw-Fahrer, an die Menschen in der Produktion, im Büro oder auch zu Hause. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Ihr seid maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Unternehmen weiter funktioniert und dass alle unsere Kunden weiterhin prompt und zuverlässig mit Wärme und Energie beliefert werden.